Hi Leute, willkommen zu einem neuen Leben in Ungarn Video. Ja, heute geht's mit der Gartenarbeit schon mal los. Meine Freundin tut Blumen pflanzen. Ich werde mich da ein bisschen mit der Vorzucht bzw. Selbstversorgung beschäftigen. Und das möchte ich euch zeigen, was wir heute eigentlich vorhaben. Also zum einen Blumen. Ja, Pflanzen in Blumenkisteln und so weiter, damit ja, im Sommer dann der Garten schön ausschaut. Und hier habe ich ja, schon einiges für die Vorzucht vorbereitet. Da sind Gurken dabei, Paradeiser, verschiedenes Obst und Gemüse, aber das zeige ich dann noch später einmal. Schauen wir uns jetzt einmal ja, Hochbeet an, beziehungsweise den Plan, wo unser Hochbeet hinkommt. Also Leute, hier sind wir jetzt am Platz vom Hochbeet. Hier soll unser Hochbeet hinkommen. Gemacht haben wir eigentlich seit letztem Jahr noch überhaupt gar nichts. Wir haben geplant, das Ganze mit Schallsteine zu machen. Funktioniert am schnellsten. Wahrscheinlich wären es zwei, höchstens drei Reihen, denn mehr würde sich ohne Betonieren nicht auszahlen, beziehungsweise die Erde würde das dann auseinanderdrücken. Also, hier soll das Ganze hinkommen. Hier haben wir im Winter auch etwas Holz geschnitten. Auf jeden Fall, dort soll das Ganze hinkommen. Jetzt haben wir sowieso mit der Vorzucht der Blumen, beziehungsweise der Pflanzen zu tun. Und ja, bis die Vorzucht nach draußen gepflanzt wird, dauert das sowieso noch einen Monat. Und ja, in diesem einen Monat werde ich dann hier hinter mir unser Hochbeet machen. Und bis dahin kann die Vorzucht der Pflanzen starten, beziehungsweise kann die Vorzucht wachsen. Und damit das dann, ja, wenn das groß genug ist, dann rausgesetzt werden kann. So, und jetzt gehen wir über mal zur Vorzucht. So Leute, ich habe die Sachen vorbereitet. Also das ist immer so ein Vorzuchtkasten bzw. Anzuchtkasten. Da ist eine Untertasse dabei. Dann wo die Setzlinge hineinkommen bzw. wo die Körner gesetzt werden. Und dann ist noch ein Deckel dabei. Das ist wie ein Glashaus dann im Endeffekt. So, die Erde habe ich ausgewählt, weil es eine Erde ist für Blumen, aber ebenso auch für Gemüse. Ja, deshalb 20 Liter sollte eigentlich ausreichen. Und ja, dann habe ich hier Zuckermelonen, Wassermelonen, Tomaten, Schnittlauch und dann die kleineren sind Karotten, scharfe Paprika, Zwiebeln, Rettich und Salatgurken. So, und jetzt geht's an die Arbeit und ans Anpflanzen.
So, das Ganze muss jetzt noch gegossen werden und dann ist ein Kasten fertig. Ich werde jetzt die anderen drei noch fertig machen und dann gibt es ein Update. So Leute, es ist alles gepflanzt, es ist alles gegossen und ja, jetzt stelle ich das Ganze noch zusammen. Sollte aber auch gerade stehen, damit das Ganze passt. So, Deckel sind drauf. Ich werde das jetzt einmal auf die Seite stellen und jetzt heißt es abwarten und darauf warten, dass die kleinen Setzlinge groß genug sind zum Aussetzen in unser zukünftiges Hochbeet. So Leute, das war der erste Teil unserer Selbstversorgung, also die Vorzucht. Und mal schauen, was dabei herauskommt. Ja, drückt mir die Daumen, dass es was wird. Und ja, nächste Woche heißt es herangehen ans Hochbeet, damit, wenn die Vorzucht soweit ist, damit wir das raussetzen können und dass das dort dann ordentlich und anständig wachsen kann. So, für heute war es das. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin kein Selbstversorger-Profi, auch kein Anbauprofi oder sonst irgendetwas Gärtner. Ich mache das rein unwissend und als Erstversuch. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Jetzt gehe ich mal Hände waschen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn-Video.